Aber in der Woche, ich habe hier gerade noch mein Giotto gegessen. Der Livestream heute dreht sich um das Thema Heuheulage, Silage, das Thema Raufutter. Herzlich willkommen, ihr Lieben, die schon eintrudeln. Ich habe hier gerade noch ein Giotto gegessen. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Heute ausnahmsweise in der Woche, weil wir keinen anderen Termin gefunden haben. Ich habe mir Experten mit an Bord geholt zu dem Thema, weil das Thema Futter geht uns, glaube ich, alle was an. Optimales Futter ist das A und O in der Pferdefütterung. Ob das nun Heuheulage ist oder Silage und worauf wir da achten müssen, werden wir gleich hören. Wir warten jetzt mal auf die Gäste. Richtig cool, wie viele schon eintrudeln, obwohl es ein, ich muss kurz überlegen, Mittwochabend ist. In der Woche ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Bei mir ist das jetzt eigentlich schon fast Schlafenszeit. Ja, habe ich jetzt schon eine Anfrage bekommen. Also ich bin theoretisch bett. Ah, Sam ist schon da. Oh, Wendy, umgefallen. Welcome. Herzlich willkommen. Der erste Fail. Okay, gut. Auch so ein Chaos-Mensch wie ich. Es freut mich. Ja, Hi, Alina. hallo. Jetzt warten wir noch auf the last person hier. Wie geht's euch? Alles gut? Ja, soweit. Oder ist eigentlich auch schon Schlafenszeit bei euch? 8 Uhr in der Woche. Also Ich bei könnte schon mir ins nicht. Bett. Bei mir auf keinen Ich könnte schon ins Bett gehen. Fall. Nee, ich bin Ja. eher der Abendmensch tatsächlich. Ja, ist doch auch gut. Solche Menschen muss es auch geben. Außerdem abends kann man oft ganz gut in Ruhe was schaffen. Hey Das Larissa. stimmt. Wer heißt Larissa? Heißt jemand von euch eigentlich Larissa? Geheim? Alina hat keine gute Internetverbindung, okay. Wir warten noch mal kurz, wir warten noch mal gut. Ah, 5 Minuten, okay. 5 Minuten dauert es noch. Also überbrücken wir die Zeit einfach. Seid ihr gut vorbereitet? Naja. Oh, noch mal los, noch mal los. Alina ist noch mal Nee, los. also ich meine, das Thema ist ja eigentlich nicht so schwer. Eigentlich nicht. Von der Theorie her, ne? Nee, ja, also ich meine, ich bin ja mehr der Praktiker als der Theoretiker. Wie Und ich auch. Auch. ja. Verbindung hakt. Ist die Verbindung bei mir so schlecht? Ganz weg, oder? Hörst du mich noch? Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo, 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 Ja, hallo, ich höre hallo. dich. Okay, perfekt. Ist meine Verbindung schlecht? Hörst du mich gut oder abgehakt? Nee, dich höre ich eigentlich gut. Also, Okay, ich höre dich auch gut. Dann okay, warten wir cool. jetzt einfach mal. Nee, ich bin eigentlich auch eher der Praktiker. Theoretisch sehr schlecht. Nee, also mit schlecht hat das gar nicht immer zwingend was zu tun, finde ich. Ich finde, also beim Thema Fütterung, was ich persönlich sehr, sehr schwierig finde, ist, dass es, also bei Fütterung ist es, glaube ich, tatsächlich so, egal ob es jetzt im Humanbereich oder im Pferdebereich ist, das ist so ungefähr, wir wissen, ein Sandkorn von der Wüste Gobi ungefähr, ja. Und dann gibt es halt Ja. immer Studien, die jemand macht, aber ich zum Beispiel, ich habe ja auch BWL studiert und ich habe damals gelernt, als ich Statistik hatte, glaube keine Studie, die du nicht selbst gemacht hast, weil du kannst halt Studien wirklich auch in die eine oder andere Richtung sehr klar manipulieren und das ist immer sehr schwierig, finde ich, weil viele glauben dann sofort, weil es ein Wissenschaftler ist, das muss alles richtig sein und alles korrekt sein. Aber manchmal muss man so ein bisschen auch tatsächlich hinter diese Studienergebnisse dann auch schauen, was hat man beleuchtet und wie. Also ich meine, das ist manchmal schon sehr schwierig. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das würde ich auch gerne an dieser Stelle gleich loswerden, man sollte immer auch auf sein Bauchgefühl hören. Ich finde das wahnsinnig wichtig, Voll ja, weil. schön, ja. Ja, das ist mega wichtig, weil ich habe das so oft, ich war ja 10 Jahre nur im Auto unterwegs, ja, als Pferdetherapeutin. Und ich habe ja tausende von Pferden gesehen und behandelt und für mich meine eigenen Erfahrungen einfach gemacht. Und was die Leute ganz oft gesagt haben, war, Veronika. Hi. hallo, es ist zu Willkommen. spät, du zahlst das nächste Mal, geht auf dich die Runde. Also Veronika lädt uns jetzt alle zum, was lädt sie uns ein, zum Essen oder nur trinken?
Schon Essen auch. Ich bin ein guter Esser, Veronika. Genau. Also ich bin beim Essen bin ich auch dabei. Jetzt ist nur die Frage, wo treffen Wie wir uns gut in Deutschland? ist Ja, willkommen. Sandra, wollen wir da gleich noch einfach nochmal einsteigen? Ja, Aber wir steigen gleich nochmal ein, genau. vorher eine kleine Vorstellungsrunde. Du bist der Profi, du redest schon, Sandra, also darfst du anfangen mit der Vorstellung und dann Okay, drehen wir sehr uns einmal so im gut. Kreis, wer ihr Also seid. ich bin die Sandra, ich komme ursprünglich aus Österreich, bin also früher Islandpferdezüchterin gewesen, das wissen vielleicht nicht alle hier, habe das auch lange mit meinen Eltern eben gemacht, Islandpferdetrainerin, aber dann sehr schnell so ein bisschen Alternative entwickelt, also Humangesundheitstrainerin, Centered Riding Instruktorin, klassisch Barocktrainerin und bin aber eben auch Pferdeosteopathin, Pflegerin, Hufpflegerin und Pferdedentistin aus Verzweiflung. Ja, genau. Ich konnte mir Also, nicht und alles merken. ist auch nicht so wichtig. Tatsächlich, die Zähne mache ich nicht mehr selber und meine Hufe schon. Und tatsächlich, was ich heute mache, ist, ich versuche all dieses Wissen, was ich halt gelernt habe, teils aus Schmerz und aus Verzweiflung. Also nicht alles freiwillig, weil es mich interessiert hat, sondern wirklich aus Schmerz und aus Verzweiflung, gebe ich dieses ganzheitliche Wissen heute in erster Linie online weiter. Genau, damit verdiene ich mein Geld, habe ein kleines Team, macht sehr viel Spaß. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir heute da ein bisschen sprechen über dieses wichtige Raufutter-Thema. Richtig cool, danke, dass du dabei bist. Ich bin echt gespannt, was ihr alle so zu erzählen habt. Alina, willst du als nächstes? Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin Alina. Ich bin IZV-Trainer C und studiere im Moment im 5. Bachelor-Semester Agrarwissenschaften. Ich komme aus dem Sauerland und wohne bei uns auf dem Islandpferdehof Rothenborn. Und wir machen Pensionspferdehaltung für Islandpferde und züchten auch ein bisschen. Aber der Großteil nimmt tatsächlich auch die landwirtschaftliche Seite in Anspruch. Also wir machen tatsächlich mittlerweile alles in Eigenregie, also vom Nachsäen, vom Striegeln, über die Düngung, über die Weidepflege bis hin zur Futterernte und seit 2 Jahren pressen und wickeln wir eigentlich auch komplett selber. Haben da jetzt auch die Maschinen für. Und ja, ich finde persönlich, die Landwirtschaft macht gerade so im Pferdebereich unglaublich wenig aus. Und auch viele Pferdebesitzer haben relativ wenig Ahnung von Landwirtschaft, was ich sehr schade finde, weil damit steht und fällt es ja eigentlich. Ich meine, wo stehen unsere Pferde? In der Regel dann in der Sommer auf der Weide. Was fressen sie? Naja, das, was auf einer Wiese wächst. So, und wie erntet man das? Weiß irgendwie keiner. Und das finde ich dann eigentlich ganz wichtig, dann auch mit hinauszutragen. Ich finde es richtig cool, dass du dabei bist, Alina. Ich habe nämlich versucht, echt aus jedem Bereich jemanden hier aufzustellen, so ein bisschen. Und ich finde es wirklich, wirklich sehr spannend. Ich habe mich mit dem Thema auch viel beschäftigt, aber man kann, glaube ich, eh nie alles wissen. Von daher bin ich dann gespannt über den Austausch hier. Veronika, du darfst als nächstes. Ja, also ich bin Fachtierärztin für Pferde seit über 10 Jahren und habe mich auf Prävention spezialisiert, würde ich jetzt mal so im Überschrift benennen. Bin sonst noch Trainerin, Chiropraktikerin und habe auch eine Ausbildung als Pferdephysio und Akupunktur und bin jetzt nicht aus dem Futterbereich. Mein Schwiegervater ist aus dem Futterbereich, deswegen habe ich persönlich als Tierarzt sehr viele Kontaktpunkte, weil er 30, 40 Jahre Berufsschullehrer für Pferdewirte war im Bereich Pferdefütterung. Deswegen bin ich immer sehr getriezt am Familientisch, was Fütterung angeht, weil das also natürlich sonst nicht so viel als Tierärzte wirklich mitgegeben bekommen. Es wird gerade heiß diskutiert in der Tierärzteschaft und es ist da wirklich viel vorwärts, muss man sagen. Sehr Wo auch viele Überrationsberechnungen inzwischen gesprochen wird, was vor, würde ich sagen, ein paar Jahren noch gar nicht so war. Also es kommt, aber auch da ist noch viel Potenzial für uns Tierärzte, um da sicherlich viel zu optimieren. Und gerade wenn wir über Prävention sprechen, kommen wir um die Fütterung nicht herum. Ich finde das cool, wie du das beleuchtest, weil, also ohne jetzt hier zu schlecht zu machen, ist das genau, was du erzählst, auch meine persönliche Erfahrung. Man versucht das immer und es wird auch einem ein Tipp an die Hand gegeben, aber das ist dann oft nicht so eine
Rundumlösung hat man das Gefühl vom Tierarzt. Und ich kann dem ja auch keinen Vorwurf machen, weil der ist ja auch kein Fütterungsexperte, wahrscheinlich dann vielleicht ein Landwirt oder wie du, Sandra, oder jemand, der da einfach viel ausprobiert hat und sagen kann, ja, in meiner Erfahrung nach hat das und das gut funktioniert. Wobei wahrscheinlich die Tierärzte auch viel ausprobieren, könnte ich mir vorstellen, oder? Wenn es um Thema Fütterung geht. Langer Satz. Ja. Ja, also ich denke, so als Haustierarzt ist man halt Haustierarzt und nicht gleich Futterberater. Und das ist natürlich ein Problem. Und da lässt sich nicht drum rumreden. Ja, okay. Wollen wir einfach mal einsteigen mit der Frage, welche Rolle für euch grundsätzlich Raufutter in der Pferdefütterung spielt? Wer möchte? Ich fange an, oder wie machen wir es? Wir machen, Sandra fängt an. Sandra fängt an, ich muss kurz mal Milch holen. Kein Problem. Tschüss. Sandra, go. Apropos Fütterung. Also für mich, das Raufutter ist geil. Die Basis der Fütterung. Das ist das Allerwichtigste. Ist für mich, wer meine Podcast-Folge über Haltung gehört hat, ein absolutes K.O.-Kriterium, wenn es nicht so ist, wie ich das möchte. Mhm. Fütterung muss natürlich immer individuell gesehen werden und das Raufutter und auch die Raufuttermenge. Und das ist eben das, was ich meine. Wir müssen immer auch auf das Individuum Pferd natürlich eingehen, weil Pferde sind unterschiedlich, brauchen unterschiedlich viele Kauausschläge, haben verschiedene Genetik, ja, und sind deswegen auch für das eine oder andere Futter ein bisschen mehr oder weniger geeignet. Aber Raufutter ist die Basis. Und was, glaube ich, oft vergessen wird, und das ist was ich auch als Pferdetherapeutin jahrelang gesehen und auch einfach durch Beobachtung gelernt habe. Ja, also ich habe ja damals, wie ich Pferdetherapie angefangen habe, muss man sich vorstellen, lag das ja komplett in den Kinderschuhen. Also ich bin 43, ich mache das seit über 20 Jahren im Endeffekt. Und ich habe zum Beispiel die Domain pferdetherapie.at genommen, weil keiner in Österreich hat das gemacht. Ich war so eine von den Ersten. Ja, krass. Also wirklich, ich bin da schon ziemlich alter Hase, sage ich jetzt mal, in dem Bereich. Und was ich... Abgehakt. Was ich einfach gesehen habe, war, dass wenn das Raufutter nicht passt, also wenn das nicht adäquat ist von der Zusammensetzung, von der Qualität, für passend auch wiederum diesen Pferdetyp, also gerade Isländer zum Beispiel, ist ja auch ein bisschen spezieller, dann hat alles, also wird alles problematisch, ja. Also, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Immunsystem sitzt im Darm. Die Fähigkeit eines Individuums, sich zu regenerieren, sitzt im Darm. Und das ist zum Beispiel was ich als Pferdetherapeutin, und das werden vielleicht Tierärzte mittlerweile auch verstehen oder hoffentlich auch lernen, dass wenn die Darmflora nicht funktioniert, ja, dass die Rehabilitation, jetzt zum Beispiel auch Sehnenschäden oder so, ganz schwierig wird, ja. Und da habe ich so viele Fallbeispiele gesehen, auch am Menschen teilweise sogar, was total spannend war. Ja, deswegen, okay, krass. Das gute Raufutter ist einfach die Basis für Gesundheit, für Du hakst immer mal ja, kurz, für die Sandra. Bin ich immer weg oder seid ihr immer weg? Ja, mal ganz kurz. Oder ich glaub, du hakst. Oder seht ihr mich auch haken? Oder die anderen? Was seht ihr? Nee, bei mir geht es tatsächlich ganz gut. Du, bei dir hakt Sandra nicht? Doch, bei mir hakt Sandra. Jetzt, ja. Ich sehe mich immer, aber euch dann nicht mehr. Okay, wir geben dir einfach die Schuld. Das ist das Einfachste. Sehr gut. Aber das ist nicht schlimm. Okay, Alina, welche Rolle für dich? Also für mich hat es auch für mich hat's auch die bedeutendste Rolle. Ich meine, unsere Pferde sind nun mal darauf ausgelegt, dass sie unglaublich viel Strukturfutter kriegen müssen. Also jetzt nicht zu viel Kraftfutter und auch dann ja die Struktur. Genauso wie alle anderen Tierarten eigentlich, besonders jetzt zum Beispiel noch Wiederkäuerschweine, jetzt nicht so unbedingt. Aber gerade unsere Pferde brauchen einfach die Struktur, damit der Gastrointestinaltrakt vollkommen funktioniert. Und das geht halt nur einfach dann auch über eine hohe Qualität in der Raufütterung. Und natürlich das Raufutter ist natürlich auch dazu da, um den Erhaltungsbedarf zu decken. Also klar, man kann natürlich auch, wenn man jetzt weniger Raufutter füttert, mehr Kraftfutter zufüttern, damit die Ration noch ausgeglichen ist. Aber in erster Linie ist das Raufutter, ob jetzt Heu, Heulage, Silage,
zur Deckung des Erhaltungsbedarfs da, was wir zum Beispiel auch unseren Einstellern ganz, ganz oft versuchen dann auch zu erklären. Wir können natürlich jetzt nicht, wenn da ein dünnes Pferd in der Herde ist oder ein zu dickes Pferd, können wir natürlich nicht individuell bei 30 Pferden, die bei uns auf den Paddocks stehen dürften, können wir natürlich nicht individuell auf jedes Pferd eingehen, aber wir versuchen dann auf die 80%, die gut aussehen, dann natürlich auch zu achten. Wenn die zu dünn werden, klar, dann müssen wir wieder mehr füttern, damit der Erhaltungsbedarf gedeckt wird. Ja, aber genau das versuchen wir dann auch meistens unseren Einstellern oder die, die uns besuchen und danach fragen, auch so beizubringen, dass das Raufutter für den Erhaltungsbedarf da ist. Was bedeutet Erhaltungsbedarf? Das bedeutet quasi, das Pferd kann ohne Bewegung nur von der Rauffüttermenge quasi überleben. Also die Thermoregulation funktioniert, der Stoffwechsel funktioniert vernünftig und das Pferd erbringt quasi keine zusätzliche Leistung, wodurch dann die Ration ins Minus gerät, sondern die Ration ist dann ausgeglichen. Okay. Sandra, wie ist das bei dir? Bist du Einsteller oder Selbstversorger? Also wir haben ja einen eigenen Hof in Österreich, aber ich lebe jetzt nicht mehr in Österreich. Also das heißt, meine älteren Pferde, also mein ältestes, was ich noch habe, 36 Jahre, ist in Österreich bei meiner Schwester, also bei unserem Hof halt. Das sind jetzt insgesamt 6 Isländer noch, aber so offiziell gehört mir eigentlich nur mal 1,5 von denen. Und meine eigenen 2, also mit denen ich auch arbeite ganz normal, die stehen jetzt im Einstellbetrieb hier im Großraum München. Also ich bin okay, eigentlich beides. Ja. Bisschen selber, bisschen Einsteller machst du es. Genau. Oder machst du in München oder ist das Vollpension in München, wo du bist? Also grundsätzlich ist das Vollpension. Ich mache halt so meine Heunetze noch selber und so Sachen. Also bin halt ein bisschen spezieller Einsteller. Ich glaube, das ist man immer, wenn man selber mal einen Stall hat, halt, dass man ein bisschen spezieller Einsteller ist. Aber grundsätzlich glaube bin ich ein Einsteller auch. Hier. Genau. Okay. Veronika, wie ist es bei dir? Welche Rolle spielt Raufutter für dich als Tierärztin oder als Pferdebesitzerin? Ich weiß gar nicht, hast du ein eigenes Pferd? Ja, wir haben ein paar Pferde. Okay. Sorry. Für mich ist das ehrlich gesagt ein schwieriges Thema. Ich meine, die Theorie dahinter ist irgendwie klar, glaube ich, und auch angekommen, aus meiner Sicht so ein bisschen. Zumindest deutlich mehr im Bewusstsein als vor 10 Jahren, als ich angefangen habe. Aber für mich ist es ein schwieriges Thema, weil das Wetter ist ziemlich anders geworden. Die Ernten sind total unterschiedlich. Wir haben Pferde mit komplett unterschiedlichem Bedarf. Zu viel Heu ist schlecht, zu wenig Heu ist schlecht, zu staubiges Heu ist schlecht. 24 Stunden ad libitum ist aus meiner Sicht auch nicht immer das A und O. Also selbst wenn aus Heunetzen gefüttert wird oder nur aus Heunetzen gefüttert wird, habe ich natürlich wieder aus physiotherapeutischer Sicht andere Probleme. Also ich finde, es gibt da keine Pauschallösung und deswegen spielt Heu immer eine Rolle, aber eine schwierige. Ja, das hast du so gut gesagt. Ich fand das jetzt richtig ehrlich. Wenn wir schon beim Thema Heunetz sind, wie steht ihr dazu? Ja oder nein? Und warum? Also ich bin für ein Jein. Ich bin ja nie für irgendwas komplett oder nie dagegen. Ich bin ja eher so immer für individuell auf die Situation, aufs Pferd. Aber wenn, dann wäre ich der Fan von Abwechslung. Habe ich ein Magenpferd, finde ich natürlich super wichtig, dass ich die Fresszeiten verlängere. Und auch auf der anderen Seite, dass ich nicht so viel Heu vermache. Also wenn man keine Netze, zum Beispiel den Heuraufen hat, was da an Heu am Boden kaputt geht, ist aus meiner Sicht in dem Mangel, den wir jetzt auch teilweise hatten im Heubereich, auch nicht zu vertreten eigentlich. Aber ich fände es dann zum Beispiel schön, einmal Heunetz, einmal vom Boden, einmal aus einer Heukiste, also so einen Mischmasch zu machen, damit man halt nicht immer die gleiche Bewegungsrichtung hat. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Heunetzen und Heunetzen. Also auch da für mich wäre das nie ein klares Nein, aber auch nie ein klares immer Ja. Also das wäre wirklich individuell auf jedes Pferd einmal und die Situation angepasst zu schauen, was da optimal ist. Coole Einstellung. Sandra? Ich habe echt sicher eine Meinung. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht verstanden, weil irgendwie ist es tatsächlich, glaube ich, meine Internetverbindung so ein bisschen. Ich wiederhole sie nochmal. Heunetz, ja oder nein?
Ah, Heulnetz, ja oder nein? Ah, okay. Also da bin ich tatsächlich bei der Veronika. Also mein Unternehmensspruch ist ja auch, because every horse is unique. Also da bin ich auch bei ihr. Generell, wenn ich wählen könnte, würde ich keine Heunetze empfehlen. Aber dadurch, dass wir halt so viele, viel zu dicke. Wichtig Stockt. ist, bin ich wieder weg? Nee, Ja, bin jetzt ich. ist aber wieder da. Bin ich wieder da, okay. Was halt ganz wichtig ist, ist vor allem auch, was die Pferde oder wie die das Thema Heunetz aufnehmen. Es gibt Pferde, die wirklich so in Heunetzen fressen. Also ich als Osteopathin, da kriege ich auch einen Anfall. Ich glaube, das ist das Gleiche, was die Veronika dann denken würde. Also das ist ganz schwer. Aber dann gibt es auch Pferde, die extrem Stress entwickeln. Also speziell, wenn Pferde Hunger haben und hungrig an ein Heunetz gehen, finde ich ganz schwierig. Weil manche Pferde werden richtig aggressiv, ja, und manche haben einfach so Stress beim Fressen dann, dass sie praktisch das dann so, weil sie eben wirklich auch ein bisschen Hunger haben oder größeren Appetit haben, dass sie das dann einfach so hastig fressen. Und das, finde ich, sieht man bei Heunetzen schon deutlich mehr. Ja. Ich glaube, man muss es tatsächlich immer individuell sehen. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben Heunetze bei meinen Pferden jetzt. Also die sind umgezogen aus einem Aktivstall in so eine Speziallösung. Und die haben in der Nacht jeder ein kleines Heunetz, fressen aber tatsächlich mit geradem Kopf, habe ich ihn wahrscheinlich so instruiert irgendwie. Und Ja, haben da genau. einfach haben da einfach ein bisschen Heu und Stroh drin. Ja, sie fressen das jetzt auch nicht so, weil sie wirklich Hunger haben, sondern hin und wieder nehmen sie da einfach ein bisschen was mit. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht die Menge. Aber was ich zum Beispiel an dem Stall ganz cool finde, das kannte ich jetzt selber gar nicht. Es gibt mittlerweile auch so Raufen. Also die haben zum Beispiel sowas, so Raufen, die unten dann eben so größere Löcher haben. Das heißt, die Pferde fressen wirklich dann auch mit Ja. geradem Kopf, weil das praktisch so nachrutscht. Also das kannte ich jetzt zum Beispiel nicht. Und generell, wenn ich wählen könnte, genug Platz habe und die Pferde sich gut verstehen, gibt es auch Studien übrigens dazu, würde ich immer am Boden frei auf sauberer Fläche das Heu anbieten. Also es gibt Studien dazu, dass das von eben Staubverhalten am allerbesten ist, weil auch zum Beispiel so tiefe Heuraufen, die geschlossen sind, das gibt es auch immer wieder. Wenn die Heuqualität irgendwie ein bisschen belastet ist, inhalieren die Pferde das halt komplett. Ja, also gerade bei Ah, Linkshändern, die haben den interessant. ganzen, ja, die haben den ganzen Kopf dann da drin. Ja, bis hier Und weg. ja, bis hier mit den Haaren so, ja, also. Ja, genau. Aber tatsächlich, also wenn man wählen kann, das wäre immer das. Das ist auch so, wie unsere Pferde zu Hause fressen. Also wir haben genügend Platz für die Isländer zu Hause. Die fressen tatsächlich, die haben einfach so kleine Heuhaufen und dann halt mehr Heuhaufen, als es Pferde gibt, damit auch kein Stress aufkommt. Und dann wechseln die auch immer so ein bisschen rum, man macht ein bisschen Bewegung zusätzlich. Und das ist, denke ich, wirklich auch, also wenn ich wählen könnte, wäre es so, wie sie fressen sollten. Okay, cool. Alina, jetzt darfst du noch deinen Senf dazu geben. Heunetz, ja oder nein? Also ich glaube, ich würde meine Pferde nicht damit füttern. Also als Beschäftigungstherapie, wenn die jetzt krankheitsbedingt in der Box stehen müssten, fände ich das vollkommen in Ordnung. Aber wir haben den Luxus, wir haben zeitgesteuerte Heuraufen. Das heißt, die bekommen automatisch alle 4 bis 6 Stunden was zu fressen. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ein paar Pferde tatsächlich, die man nicht bei der Fütterung da wegholen kann, weil die wirklich aggressiv werden oder relativ schnell Stress entwickeln und weil die einfach früher, bevor sie nach uns gekommen sind, tatsächlich immer zu wenig Futter bekommen haben. Also es war am Anfang bei der Eingliederung teilweise, ja, aber es das heißt heftig, die waren halt einfach sehr, sehr, sehr aufs Futter fixiert und die sind auch heute noch so, wenn zum Beispiel der Hufschmied kommt, können wir halt 3, 4 Pferde nicht vom Fressen wegholen, kurz vorher oder nachher, kein Problem, aber nicht vom Fressen wegholen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man die dann häufig aus Heunetzen füttert, dass die so einen richtigen Frust entwickeln, weil sie einfach nicht so schnell drankommen können. Von Ja. daher, zur Beschäftigungstherapie finde ich das vollkommen in Ordnung, aber gerade dauerhaft bin ich da eher nicht für. Ich finde alle Ansichten von euch super interessant. Was ist bezüglich Zähnen? Da habe ich auch immer mal wieder was gehört, dass das für die Zähne ja nicht so gut sein soll, Heunetze. Sandra, du bist Zahnexpertin.
Das stimmt. Also man sieht normalerweise am Abdruck der Zähne, auch wenn die wirklich aus Heunetzen fressen. Aber das ist ein bisschen, finde ich, wie gesagt, wie das Thema Maulkorb. Ja, ich bin kein großartiger Fan von Maulkörben, aber manchmal ist es für ein Pferd, wenn es jetzt sonst gar nicht auf die Wiese gehen kann, auch in dem Moment einfach die bessere Lösung, weil ohne Maulkorb keine Wiese, ohne Wiese keine natürliche Bewegung. Also das ist eben wie alles. Das muss man so ein bisschen relativieren. Nichtsdestotrotz ist es wirklich wichtig, wenn die Pferde jetzt viel aus Heunetzen, warum auch immer fressen, dass man eben noch regelmäßiger auch die Zähne kontrolliert und einfach den Abrieb auch kontrolliert, ja. Und wie gesagt, wenn sie schief eben den Kopf auch halten, also es gibt mittlerweile ja auch Heunetze, die man relativ tief hängen kann mit größeren Maschen. Also es gibt ja verschiedene Varianten mittlerweile. Da muss man dann vielleicht auch einmal tatsächlich schauen, wie kann man es machen, dass die Pferde trotzdem mit möglichst natürlicher Kopfhaltung und auch in entspanntem Zustand, weil das ist ganz wichtig, die Emotionen auch beim Fressen zu sehen, dass das halt für dieses Pferd dann individuell optimiert ist. Ja, okay. Das war immer das, was ich gehört habe mit den Zähnen. Die Zähne reiben sich beim Pferd ja oft gar nicht mehr sowieso heutzutage so ganz extrem ab. Ist das richtig? Also, Das weil ist, die halt ja. Das, immer optimierter wird. Das Problem ist vor allem die Schneidezähne, ja, weil ein Wildpferd muss ja immer sein Futter erarbeiten, ja. Also das hat ja kein Heu, kein geschnittenes Gras, keine Heulage, die ihm einfach so hingelegt wird. Das heißt, jedes Mal, wenn es Futter zu sich nimmt, er hat es das abgebissen. Und die Wildpferde haben natürlich noch viel mehr Wurzeln, viel mehr Äste, viel mehr Rinde auch gefressen, weil es halt nicht das ganze Jahr immer, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, weiches Gras gibt, ja. Also das heißt, der Abrieb insgesamt ist mehr, aber vor allem im Verhältnis, die Schneidezähne beim Wildpferd werden besser gekürzt als bei unseren Pferden. Und deswegen muss man ehrlich gesagt auch mit diesen so halberten Zahnbehandlungen total aufpassen. Also wenn die immer nur hinten geraspelt werden, das gibt es ja auch immer noch leider, wo man sagt, ja, hinten so ein bisschen die Kanten rund machen, ist es oft für die Zahnbalance ganz, ganz schwierig, weil eigentlich die Schneidezähne meistens mehr gekürzt werden müssen, zumindest beim adulten Pferd. Also je nachdem, Isländer ein bisschen später, aber sonst ungefähr ab 6 bis 8 Jahren spätestens. Normalerweise müssen wir regelmäßig die Schneidezähne kürzen, ja, weil einfach dieser Abbeißprozess fehlt. Okay, das Zahnthema ist, glaube ich, nochmal ein Thema für sich. Letzte Frage zu dem Thema Zähne, damit wir weiterkommen. Wie ist die Erfahrung mit Zahnabrieb bei diesen Fressplatten? Also was du erwähnt hattest mit den Löchern, Sandra. Auch schlecht. Du meinst dir die okay. Maulkörbe? Die Nee, Maulkörbe? diese Fressplatten, weißt du, die Ach man so. auch in Raufen legen kann mit diesen Löchern drin, was du meintest, wo die so durch mit der Nase, wo die so gerade fressen müssen. Ach so, da, also das habe ich jetzt ganz neu. Das ist eben, wo meine Pferde jetzt stehen. Die haben jetzt sowas, aber das kann eigentlich keinen großartigen Unterschied machen, weil da ist praktisch ein Loch. Das ist so groß und da fällt das immer durch. Das heißt, die fressen immer mit geradem Kopf, einfach wie wenn Heu am Boden liegt. Nur dass es halt sozusagen in der Raufe noch liegt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich kenne die sogar. Ich habe die auch mal Ja. probiert, aber die Pferde waren dann mega genervt davon. Wirklich? Fanden das nicht. Nee, Ja. Das... Okay. Aber die Löcher waren, glaube ich, auch zu klein. Aber gut, Okay. Thema für sich. Jetzt haben wir über Fresspausen gesprochen. Alina, ich habe schon gehört, ihr macht nicht so lange Fresspausen. Ihr guckt, dass das zwischen 4 und 5 Stunden sind. Ich schmeiß mal was in den Raum. Ich hab euch zwar Fragen vorher geschickt, aber es entwickelt sich so ein bisschen. Ich habe gehört, dass es eine Studie dazu gibt, da sind wir wieder bei dem Thema Studien, dass diese Fresspausen, dass das absolut überholt ist. Ja, das gab's, das war früher mal so. Das ist wohl auch egal. Pferde können das auch ruhig mal 8 bis 10 Stunden ohne Futter aushalten. Und jetzt ihr. Komm, Veronika, mach du. Ja. 8 bis 10 Stunden, jetzt bin ich gespannt, Veronika. Ich bin auch gespannt. Also, sagen wir mal so, wenn ich ein gestresstes, kraftfuttergefüttertes Pferd habe in Einzelhaltung, machen 10 Stunden Fresspause auf Späne sicherlich gar keinen Sinn. Diese 4 Stunden, die überall stehen, die man nicht überschreiten darf, halte ich auch für etwas übertrieben. Wenn ich ein gesundes, adipöses Pferd habe, was sonst normal immer was frisst, und dann kommt es ja auch darauf an, wo wohnt es. Sprich, wenn ich noch Knabberäste habe, 3 Halme am Rand zum Abgrasen, dass ich die Dauerfutter suche,
befriedigen kann, weil das ist definitiv ein Bedürfnis unserer Pferde, die Dauerfuttersuche. Sie sind per se ja keine Dauerfresser, wie es früher gesagt worden ist, sondern man ist ja übergegangen vom Dauerfresser zum Dauerfuttersucher. Das heißt, trotzdem nehmen sie natürlich die ganze Zeit Futter mit auf. 10 Stunden kein Fressen für unser Pferd fände ich allerdings doch ein bisschen too much. Mir sind da jetzt ehrlich gesagt keine Studien bekannt, die jetzt sagen, oh, macht überhaupt kein Problem. Man muss, weil wir es ja auch gesagt haben mit den Studien, ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben keine Doppelblindstudien und meistens ist die Fallzahl halt viel zu gering. Dann würde ich die Fresspausen auch ansetzen. Habe ich jetzt Jungpferde oder eher ältere Pferde, wie gesagt, in welcher Haltung haben sie? Aber 10 Stunden wären mir auch zu viel. Aber nie unter 4 finde ich auch etwas übertrieben. Das halten die schon mal aus. Also davon kippen sie jetzt auch nicht gleich um. Mhm. Aber auch da wieder der Blick, was habe ich denn für ein Pferd? Wenn ich eh ein Pferd habe mit Magenprobleme oder ne, sei es was Gott, was da an Erkrankungen zurückliegen und das Pferd Stress hat, Schmerzen hat und eh schon total abgemagert ist, dann kann ich so ein Pferd nicht auf 6, 7, 8 Stunden Fresspause setzen. Das ist Irrsinn. Ja? Also auch da, wenn es aber natürlich stark abnehmen soll, dann reicht vielleicht auch erstmal Knabberäste, um zu füttern. Das heißt nicht, dass das Pferd ad libitum Heu haben muss, 24 Stunden. Also auch da, es ist nie schwarz-weiß in der Pferdewelt und jeder hätte es so gerne schwarz-weiß. Ja. Und ja. Ich möchte gerne, sag mir doch die Minuten, die das Pferd essen darf und sag mir die Minuten, die das Pferd nicht essen darf. Aber ganz ehrlich, so einfach ist es im Leben nicht. Und egal, wie viele Studien wir durchschauen, wir werden die Antwort für unser Pferd nicht finden, wenn wir uns nicht ein bisschen mit dem Gesundheitskonzept um unser eigenes Pferd herum beschäftigt haben. Ja, also nicht so der Fan von, nagelt einen auf die Stunde fest, wo du was zu tun hast, weil wir bleiben beim Anfang. Die Pferde sind halt einzigartig. Der Besitzer ist einzigartig in seinen Ressourcen. Und wie Sandra sagt, in Kombination sind sie alle ein Unikat. Und aus dem Grund finde ich, diese Zahlen sind gut zur Orientierung, dass man nicht irgendwie sagt, gut, jetzt macht er mal 16 Stunden von abends 5 bis morgens um 10, kriegt er nichts und steht auf Späne. Mit Maß an die Dinge rangehen. Ja, aber auf diese Stundenzahl, auf den Punkt, tue ich mich sehr schwer. Hallo. Ich glaube, da will noch jemand mit im Livestream machen. Ich glaube, dass das wirklich, wie du schon gesagt hast, für die Pferdebesitzer, das ist das Schlimmste. Nicht eine genaue Zahl mit an die Hand bekommen. Ich weiß. Weil dann muss man ja ein bisschen sich mit seinem Pferd beschäftigen und überlegen, passt das mit meiner Haltung zusammen und so weiter. Aber die Antwort ist super. Also Sandra, dir brennt es auf der Zunge. Ich sehe es im Gesicht. Also wenn mich jemand fragt, ich sage immer 3 bis 4 Stunden. Das ist das, was ich sage, weil ja, Leute wollen Zahlen, Leute wollen Richtwerte. Das ist das, was ich, also meiner Meinung nach auf die meisten Pferde passt. Es gibt aber eben, ich bin ein guter Beobachter, kein Studienmensch, aber ein guter Beobachter. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, Isländer können ganz entspannt längere Fresspausen haben. Ich denke, das ist einfach auch wieder, je nachdem, wie die Genetik ist, vom Pferd zu Pferd einfach sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass so Tundren-Pony-Typen, also wenn wir sie jetzt evolutionsgeschichtlich betrachten, also die sind ein bisschen spezieller. Erstens sind sie wirklich jetzt nicht unbedingt Dauerfresser, aber Dauersucher. Also meine Isländer-Stute, wenn auf 10 Quadratkilometern ein Haferkorn liegt, sie wird es finden, ja, und sie wird es auch fressen und ausgraben, wenn es nötig ist. Echt, ja, mein Lusitano ist immer so, nein, das kann man nicht essen. Und sie so, doch, warte, ich mache die Erde weg, jetzt geht's. Also ich zeige es dir, man kann essen. Ja, ist wirklich so. Also das heißt, die sind schon ein bisschen wieder untersuchen. Gleich ist sie wieder da. Also bei den Tundren-Ponyartigen Pferdetypen ist es zum Beispiel auch so, dass die mehr Kauausschläge brauchen, um sich wirklich satt zu fühlen.
Der Dickdarm muss mehr gefüllt sein im Vergleich jetzt zum Warmblut, um sich satt zu fühlen. Was jetzt wieder zum Beispiel ein Hinweis ist, dass die zum Beispiel auch ganz gut jetzt zum Beispiel ein bisschen Stroh fressen können, was halt nicht so viel Kalorien hat, aber schon ganz gut füllt. Ja. Das heißt, es ist wie alles immer individuell. Isländer, meiner Erfahrung nach, können längere Fresspausen haben. Ich würde es trotzdem nicht empfehlen, ja, weil einfach von meinem Gefühl, 4 Stunden ist schon gar nicht so lang, weil ich bin auch ein Vielesser, deswegen, wenn wir essen gehen und die Veronika zahlt, bin ich sofort dabei. Und für mich 4 Stunden, man soll nicht von Menschen auf Pferde schließen, aber selbst für mich sind 4 Stunden lang. Und wenn Pferde einen hohen Stoffwechsel haben, dann ist es, glaube ich, auch wirklich, wie die Veronika sagt, gut. Und wenn es nur eine Handvoll Stroh ist oder eben so 3 Knabberäste, dass die einfach ein bisschen Beschäftigung haben und einfach immer wieder so ein bisschen was in den Magen reinkriegen, das reicht ja eigentlich auch schon. Du hast aber ganz kurz, da musste ich jetzt nochmal einhaken, Kauanschläge. Ganz spannende Sache. Hat ja was mit dem Sättigungsgefühl des Pferdes zu tun. Richtig. Ist es richtig, dass das Pferd satt wird anhand der Kauanschläge und nicht der Menge des Futters, was viele denken? Richtig. Also man hat eben gerade bei diesen, ich sage jetzt mal, Robustrassen festgestellt, dass es nicht nur das eine ist, wie oft haben sie jetzt eine Kaubewegung gemacht, sondern offensichtlich auch tatsächlich die Füllung des Darms. Ja, was wieder ein eindeutiger Hinweis ist, wenn wir jetzt denen zum Beispiel sehr intensives Gras füttern. Jetzt bin ich wieder weg, oder? Ja, jetzt bist du aber wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. Also wenn wir denen einfach sehr, sehr konzentriertes Gras, generell auch Raufutter füttern, dann kriegen wir ein Problem, weil die einfach viel kauen und auch eine gewisse Füllung brauchen, um sich wirklich satt und dann wiederum zufrieden zu fühlen. Und das ist natürlich dann oft ein Gewichtsproblem. Und das sehen wir natürlich an diesem Pferdetyp auch relativ häufig und schnell. Deswegen auch hier zum Beispiel, wenn die Pferde ohne Stroh auskommen, finde ich es verdauungstechnisch und ernährungsphysiologisch besser. Aber das wird bei vielen zum Beispiel Robustrassen nicht funktionieren. Also meine Pferde bekommen auch Stroh, also mein Isländer speziell. Die wird sonst einfach zu dick, ja. Okay, spannende Sache. Alina, wir gehen nochmal auf die Sache. Zu dick. Ja. Wer kennt's nicht bei seinem Isländer? Es gibt ja, nicht so gut. Viel, dass da nicht so viel zwischen zu dünn oder zu dick. Es ist meistens eins von beiden und eher Richtung zu dick. Bei ihr war es aber tatsächlich, wir hatten letztes Jahr nicht so ein gutes Jahr. Wir hatten 2 Verletzungen, 2 schwere und da ist sie lange ausgefallen. Deswegen, sie muss Bewegung machen und dann ist es auch kein Problem. Ja. Da kannst du auch Bewegung spielt halt doch immer auch eine Rolle. Pause. Sandra macht immer mal kurz Pause einfach. Das ist Absicht. Sie brauchen. Du machst immer mal eine kurze Pause einfach. Du nimmst dir dann eine Auszeit, dann macht dein Bild kurz Stopp. Okay, Alina. Ja, genau. Alina, ihr macht ja 4 Stunden ungefähr und dann geht bei euch die Raufe auf. Habt ihr mehr oder weniger probiert? Wie siehst du das? Wir haben tatsächlich mal zwischendurch mehr probiert. Man merkt aber besonders, wenn die Pferde satt sind, dann geht das Gerangel um die Heuraufe los. Also zum Beispiel, ganz typisches Beispiel, wenn die im Sommer nachts 10 bis 12 Stunden auf der Weide waren, dann bekommen die mittags von 2 bis 3 nochmal eine Portion Heulage bei uns. Und dann sieht man, gerade wenn die Weide gewechselt haben und die sich wirklich nachts, ich sag mal, vollgefressen haben, dass dann mittags das Gerangel deutlich höher ist und die eigentlich noch gar nicht so wirklich Hunger haben. Zwar fressen die natürlich, aber es ist deutlich mehr Unruhe. Oder die bekommen abends 2,5 Stunden was zu fressen und dann nachts von 3 bis 4 nochmal und dann von 8 bis 9 nochmal. Und dann sieht man morgens tatsächlich auch manchmal, dass relativ viele dann, gerade wenn es so ins Frühjahr geht und die Sonne wieder rauskommt, eher die Fütterung nur halt machen oder komplett auslassen und sich eher in die Sonne stellen. Wir haben aber sehr, sehr gute Resonanz darauf bekommen, gerade von Pferdebesitzern, die aus Stellen kommen, wo typischerweise nur 2-mal am Tag gefüttert wird, die dann tatsächlich gesagt haben, oh, mein Pferd ist viel, viel ruhiger im Umgang, mein Pferd ist viel, viel leistungsbereiter.
Wir hatten tatsächlich auch Einsteller, die turniermäßig geritten sind und auch wir, also mein Bruder und ich, reiten turniermäßig. Und die sagten, unsere Pferde sind viel, viel leistungsbereiter. Wir brauchen vor allem auch viel weniger Kraftfutter, damit die die gleiche Leistung erbringen können. Oder auch Pferde, die nie integrierbar waren, die plötzlich ohne Probleme bei uns in der Herde stehen. Einfach weil sie komplett ausgeglichen sind, weil sie immer ihre Struktur haben, ihre festen Fütterungszeiten, zu denen es dann Futter gibt und auch vor allem ausreichend Futter. Ja, das ist auch echt ein spannendes Thema, aber das ist auch meine Erfahrung. Ja, wenn die dann dass alles mit der Fütterung passt, sind sie natürlich deutlich ausgeglichener. Wir gehen jetzt aber mal ein bisschen noch tiefer in das Thema wirklich Heu. Jetzt haben wir nämlich so ein paar generelle Sachen gemacht, die ich gar nicht so geplant hatte, aber okay, da müssen wir jetzt alle durch. So, woran, na, ich weiß gar nicht, welche Frage ich als erstes stelle. Gehen wir mal auf das Thema Heu, Heulage, Silage ein. Was sind die Hauptunterschiede zwischen diesen drei Futtersachen? Ohne zu werten vielleicht. Alina, du kannst jetzt ja mal starten, weil du bist Landwirt, du Landwirtin. Also ich und glaube, Pferdebesitzer und Trainer. Ja, um den größten Mythos aufzuklären, es geht nicht darum, wie viel Restfeuchte drin ist. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil ein Ballen, ich sag mal, 30-40% Restfeuchte hat, ist es direkt Silage. Nein, es hängt einzig und allein vom Schnittzeitpunkt ab. Also das heißt, zum Beispiel Silage und Silo wird meistens beim Rispenschieben abgemäht. Das heißt, wenn die Blüte so gerade aus dem Stängel von der Pflanze kommt, der Rohfasergehalt noch relativ gering und der Nährstoffgehalt, beziehungsweise für uns ja auch hauptsächlich interessant, der Eiweißgehalt relativ hoch, wird meistens dann eher in der Wiederkäuerfütterung eingesetzt, die auch sehr, sehr viel Energie einfach brauchen. Und wir zum Beispiel schneiden unser Gras erst bei Mitte bis Ende der Blüte. Also wenn ja der Rohfasergehalt sehr, sehr hoch ist, aber der Nährstoffgehalt noch oder am Abnehmen ist, aber natürlich noch so ist, dass man gut damit füttern kann, also kein überständiges Gras abschneiden, weil dann sind keine Nährstoffe mehr drin. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied zwischen Silage beziehungsweise Silo oder Heulage. Der Unterschied zwischen Heu und Heulage ist prinzipiell so, dass Heulage wird einfach noch in Folie eingewickelt und siliert. Heu wird dann meistens nur im Netz eingewickelt und muss dann trocken gelagert werden. Und Heulage hat den gleichen Nährstoffgehalt, ist auch der gleiche Schnittzeitpunkt wie Heu. Es wird einfach nur mit etwas mehr Feuchte in Folie gepackt. Und also ein bisschen früher quasi, oder? Ja, genau. Also die Anwelkzeit, also die Zeit, die das Futter abgeschnitten auf der Wiese liegen bleibt, ist ein bisschen kürzer, damit halt nicht so viel Feuchte verloren geht. Ja, damit man dann das gut noch einpacken kann. Okay. Sandra, als Futterexperte, was möchtest du dazu ergänzen? Du hast ein bisschen grimmig geguckt. Nee, also tatsächlich, normalerweise wird schon auch nach dem Feuchtigkeitsgehalt unterschieden. Also Heulage ist halt deutlich feuchter als Silage ist deutlich feuchter als Heulage. Heu ist am trockensten mit ungefähr normalerweise 15% Restfeuchtigkeit. Bei Heulage oder Silage gibt es so ein bisschen verschiedene Angaben, aber es ist normalerweise ungefähr 50-60%. Also tatsächlich wird es schon nach dem Feuchtigkeitsgrad normalerweise unterschieden und es wird halt natürlich auch unterschieden zwischen Heu und Heulage oder Silage. Gibt es einen Gärungsprozess oder nicht? Ja, also diesen Silierungsprozess. Also das ist vielleicht schon auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und daraus entwickelt sich nämlich auch Vor- und Nachteile einerseits und gewisse Risiken natürlich auch andererseits. Ja, und im Endeffekt ist es so, dass Heulage oder Silage normalerweise im positiven Sinne einen niedrigeren Fruktangehalt hat als Heu. Das kann interessant sein für gewisse Pferde. Bin ich wieder weg, gell? Das weiß ich aber schon, wenn ich weg bin. Das kann natürlich interessant sein, das kann interessant sein für gewisse Pferdetypen, eben der Fruktangehalt, wenn der niedriger wird, eben Heulage, Silage. Und dann ist es halt so, dass der Eiweiß auch im Verhältnis höher bleibt.
was nicht nur eben mit, ja, was nicht nur mit dem Erntezeitpunkt, genau, was nicht nur mit dem Erntezeitpunkt, sondern eben auch mit ich ehrlich gesagt, ich verstehe das gar nicht. Ich bin extra ins Büro gefahren. Toll, Sandra. Wir geben gleich wieder an dich, Alina. Oder an Veronika. Ja, also ich kann vielleicht schon ergänzend dazu sagen, dass es dann vielleicht mit dem Feuchtegehalt ein bisschen verkehrt rübergekommen ist. Ich meinte jetzt gerade, dass, ich sag mal, wenn man jetzt drei Ballen mit verschiedenen Feuchtegraden hinstellt und jemand, der jetzt nicht so wissend darüber ist, fragt, was ist denn jetzt Heulage, was ist Heu und was ist Silage? Und wir gehen dann mal davon aus, dass es alles drei zum gleichen Schnittzeitpunkt geschnitten worden. Und zwei Ballen siliert, der eine mit ein bisschen mehr Feuchte, der andere mit weniger und der Heuballen dann natürlich mit geringerer Restfeuchte, dass dann die meisten tatsächlich dazu tendieren würden, dass das Feuchte oder das ganz Feuchte dann Silage ist, das mittelfeuchte Heulage und das ganz Feuchte Heu. Und dass man das natürlich nicht verwechseln kann oder darf. Klar, Silage hat einen deutlich höheren Restfeuchtegehalt, dadurch, dass es auch schon einfach viel, viel früher geerntet wird. Das ist dann vielleicht ein bisschen missverständlich rübergekommen, so meinte ich das gar nicht. Ja, nee, ich hab's mir schon gedacht, dass du das so meintest, dass man einfach, wenn man das gleiche Futter sozusagen macht, dass man das vergleicht. Genau. Und das ist ja, ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, nämlich, weil wenn man jetzt irgendwie Futter kauft, also ich zum Beispiel, jetzt hört irgendjemand nichts mehr, also ich höre euch und ich höre mich. Wenn man Futter kauft, dann heißt es entweder Heulage oder Silage oder Heu. Gut, Heu kann ich jetzt noch sagen, ist nicht eingewickelt, das erkenne ich wahrscheinlich, hoffentlich. Aber zwischen Heulage und Silage ist es dann für mich schon schwieriger zu unterscheiden, weil ich weiß ja nicht, wann der geschnitten hat und wann der gewickelt hat. Das weiß ich ja nicht. Da muss ich ja auf denjenigen vertrauen, der es gemacht hat. Du kannst das sagen, Alina, aber Sandra und ich sind ja auf fremde Leute dann in dem Moment angewiesen und müssen dem ja glauben. Ja, obwohl ich kann mir vorstellen, gerade normalerweise wird das Futter, bevor es ja gepresst wird, auch nochmal geschnitten. Also selbst die langen Halme, die dann in der Heulage oder auch beim Heu entstehen, die werden trotzdem vorher nochmal einmal ein bisschen angeschnitten. Natürlich nicht so viel wie bei Silage, aber wenn jetzt jemand einen frühen Schnitt macht und das genauso lang hält wie Heulage, ich glaube dann, klar, der Restfeuchtegehalt macht dann doch tatsächlich was aus, aber wenn man da nicht hundertprozentig drüber Bescheid weiß, ist es super schwer zu erkennen, was es jetzt genau ist. Ja, und wie du schon sagst, da muss man natürlich auf die Angaben dann vertrauen. Ja, oh Gott, hier kommen so viele Fragen. Ja, ich habe auch so viele Fragen. Wir kriegen das alles gar nicht durch. Das ist echt schockierend. Okay, das dazu. Jetzt Veronika, die macht noch ein bisschen Kinderbetreuung hier. Nee, Veronika ist da. Veronika ist da. Wir hören dich nicht. Du bist, glaube ich, noch auf Stumm. Du bist, glaube ich, noch auf Stumm. Hört ihr Veronika? Nee. Wir hören dich nicht. Ach so, sorry. Jetzt schon. Ihr müsst dann im Dunkeln mit mir zurechtkommen. Ja, ist kein Problem. Deswegen kann ich die Kamera ausmachen, aber ich kann ja trotzdem noch mit euch sprechen. Ja, das ist echt ein krassester Livestream. Du, die Verbindung, ich mein Kind. Ja, genau, es ist echt, es ist herrlich. Aber es ist mega interessant. Also da bleibe ich sogar länger auf. Also ich würde sagen, für mich, ich muss ja mit dem arbeiten, was da ist. Also ich betreue ja hunderte von Pferden in tausenden von verschiedenen Stellen, in hunderten verschiedenen Situationen. Und ich habe ja meistens nicht die Wahl, was ich dem Pferd füttern kann, weil die, wie du schon sagst, wenn man halt Pensionsbetreiber nicht selber ist, habe ich natürlich das, was da steht, zur Verfügung. Das heißt, ich gucke mir halt an, was da ist und arbeite dann mit dem, was da ist. Und wenn wir wieder bei ganz alten Pferden sind, die es gar nicht essen können, müssen wir natürlich was anderes finden, als wenn ich einen krassen Heustauballergiker habe oder das Heu unterirdisch ist, aber gute Silage vorhanden ist oder die Kuhsilage unterirdisch ist und das Heu halt gut ist. Da muss ich dann halt entscheiden, was vor Ort da ist und was dann für das Pferd halt entsprechend passt. Also ich habe nicht den Luxus zu entscheiden, was ich am liebsten im Pferd drin hätte, sondern
das muss ich, wie gesagt, mit dem machen, was da ist und dann wiederum entscheiden, was geht nicht. Natürlich empfehle ich auch manchen, wenn es gar nicht geht, Stallwechsel oder mal selber einen Heuballen zuzukaufen. Aber das ist halt einfach schwierig. Ja, ja, danke, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Das ist es halt tatsächlich auch. Ich meine, ich erlebe das selber. Sandra, du kennst das auch. Alina, ihr macht jetzt euer Futter sowieso selber. Woran erkenne ich dann überhaupt erstmal gutes Futter jetzt? Oder erstens, wie sieht für euch die perfekte Rauffütterung aus? Und dann, woran erkenne ich dann auch gutes Futter? Wer starten möchte? Sandra, willst du nochmal probieren? Ich probiere es nochmal. Also, perfekte Rauffütterung schaut für mich, ehrlich gesagt, da bin ich ziemlich kompromisslos, ist für mich immer Heu. Also ich würde meinen Pferden keine Heulage, keine Silage geben. Ich habe das früher gefüttert, als wir noch gezüchtet haben, weil mir das von Leuten eingeredet wurde. Das ist ja so toll und kein Staub und viel gesünder. Ich hatte daraufhin dann viel mehr gesundheitliche Probleme bei meinen Pferden, aber ich habe es einfach damals nicht gecheckt, ja, also 20 Jahre her. Hatte wahrscheinlich damals einfach auch noch zu wenig Ahnung, hatte dann tatsächlich auch einen Heustauballergiker, habe aber den Zusammenhang nicht verstanden zwischen dieser Heulage, Silage und den Darmproblemen, die dann auf die Lunge gegangen sind, ja. Und das Pferd konnte wieder komplett trocken gefüttert werden, obwohl es wirklich schlimm war, nachdem man einfach den Darm saniert hat, ja. Und das hat gedauert. Ich würde keinem Pferd Heulage, Silage empfehlen. Da bin ich ganz klar und das sage ich auch so. Für mich, wenn ich einen neuen Stall für meine Pferde suche, die erste Frage ist, füttert ihr Heulage, Silage? Wenn das möglich wäre, weil vielleicht bla bla, bin ich schon raus, fahre ich nicht hin, bringe ich meine Pferde nicht hin, ist mir wurscht, mache ich nicht. Also für mich K.O.-Kriterium, weil ich zu viele Pferde gesehen habe, die Spätfolgen hatten, die Ekzeme entwickelt haben, die tausend Immunsystemkrankheiten, Stoffwechselauffälligkeiten, weiche Hufe. Ich bin ja auch Hufpfleger. Ich habe 10 Jahre verschiedenste Hufe gemacht, also nicht nur meine eigenen, sondern ganz Österreich, Süddeutschland. Eigentlich von deiner Erfahrung her müsstest du schon 100 sein. Bin ich auch, glaube ich. Deswegen habe ich auch schon so viel Frauen. Ach so. Nur der Pass sagt was anderes. Nee, also wie gesagt, das ist meine Meinung und da stehe ich auch zu 3000% dahinter, weil ich einfach zu viele Pferde gesehen habe mit verschiedenen Auswirkungen, wo mir einfach auch klar geworden ist, was macht es mittel- oder langfristig mit Pferden. Und deswegen für mich beginnt einfach gutes Rauffutter einfach beim Heu. Wenn es kein gutes Heu gibt, ich würde es auch selber kaufen, ist mir wurscht. Ich bei meinen eigenen Pferden spare ich wirklich nicht. Und gutes Rauffutter ist generell, wenn wir es verallgemeinern wollen, sollte idealerweise auf den Pferdetyp wieder passend sein. Das heißt, zum Beispiel die Robustrassen brauchen einfach eben wirklich weniger energiereiches Futter, weniger Fructane, also weniger Zucker, weniger Stärke. Und das Eiweiß ist das geringste Problem, ja, weil immer mit die Hufrehe und Zeug auf diesem Eiweiß rumgeritten wird. Es ist in erster Linie Fructane und Stärke, was den Pferden. Und wie kann ich das reduzieren? Ja, das beginnt eben schon mal mit der richtigen Mischung. Das ist genau wieder das, was du vorher gesagt hast. Wenn wir nur Einsteller sind, ja, können wir schlecht die Weiden selber besamen und verbessern. Also das heißt, das Erste wäre idealerweise jetzt zum Beispiel für meine Pferde kräuterreiche, also wenn ich das Heu einfach anschaue, dann ist das idealerweise grünlich, riecht aromatisch, staubt wenig, ist schon auch mit einem gewissen Rohfasergehalt, also nicht ganz fein, wie es jetzt grummert, also zweiter Schnitt zum Beispiel wäre, ja, so dieses ganz weiche Gras wäre jetzt zum Beispiel auch nichts oder weiches Heu wäre jetzt zum Beispiel auch nichts, gerade für den Isländer nicht. Und hat idealerweise eben auch viele Blätter und viele verschiedene Kräuter drin und damit einen hohen Vitalstoffanteil, aber nicht so viel Kalorien und nicht so viel eben Zucker. Aber da stecken wir eben nicht drin. Und das Schlimme ist, je mehr man weiß, desto mehr ist man auch frustriert. Weil wenn man sich dann zum Beispiel diese Pferdewiesen-Mischungen... diese Pferdewiesenmischungen anschaut, ja, also wenn man eben auch als Landwirt dann was Gutes tun will und eben auch mal die Wiesen nachbesamt. Drin, also. Das ist echt spannend. Alina, du hast, glaube ich, ganz viel dazu zu sagen. Ja, also tatsächlich, Pause. man
Man kann Fruktangehalt tatsächlich beeinflussen. Und zwar haben wir dieses Jahr zum ersten Mal eine neue Züchtung nachgesät. Ist quasi eine Mischung aus dem typischen Weidegras, also das, was so normalerweise das Hauptgras hier in Deutschland ist, wurde gekreuzt mit Wiesenschweidel, Wiesenschwingel. Das heißt, diese Züchtung heißt Wiesenschweidel und das Besondere daran ist, gerade so in den letzten Jahren mit der Trockenheit, es ist trockentoleranter wie Weidegras, aber es hat den gleichen Futterwert. Das bedeutet, gerade bei dieser Trockenheit, wenn das Gras nicht genug Wasser hat zum Wachsen, aber die Nährstoffe da sind, das UV-Licht da ist, es aber trotzdem nicht genug Wasser hat und es nicht genügend wächst, wird halt Fruktan im Halm eingespeichert. Also das Gras muss halt immer vernünftig wachsen können, damit der Fruktangehalt niedrig bleibt, damit der Zucker für die Photosynthese halt verbraucht wird, der dann tatsächlich auch in der Pflanze ist. Ansonsten wird er eingespeichert und das Futter ist fruktanhaltiger. Es gibt tatsächlich auch manche Untersuchungen, dass mit einer speziellen Düngeplanung im Frühjahr der Fruktangehalt gesenkt werden kann. Also ich kann jetzt nicht mehr so hundertprozentig wiedergeben, wie das jetzt war. Das müsste ich selber nochmal nachlesen. Aber tatsächlich kann man das über so eine spezielle Düngung dann auch reduzieren, weil das Gras dann, gerade wenn es die Hauptperiode zum Wachsen hat, Düngung bekommt, dass dann das Gras viel mehr wächst und dadurch der Fruktangehalt natürlich auch gering gehalten wird, weil alles verbraucht wird. Aber sagst du, dass Eiweiß auch nicht das große Problem ist, sondern Fruktan das viel größere und Zucker, was war das? Ja, auf jeden Fall, Veronika. Okay. Stärke auf. Ja. Stärke. Also das ist ein Mythos mit Eiweiß. Ja, ich meine, wenn Also wir ich das total glaube. übertreiben, ist es kein Mythos, aber das ist Ja. das Zweitrangige tatsächlich. Das Auf heißt, die meisten Kalorien. Sachen, ja, okay. Ja, also ich Deswegen. glaube, auf Eiweiß wird so relativ viel rumgeritten, gerade weil bei den Isländern das mit dem Ekzem ja auch immer in Verbindung gesetzt wird. Viel Eiweiß, das Ekzem wird schlimmer und ich glaube, deswegen Das ist ja aber auch nur ein verzichtet Mythos. da manche Weiß ja davon. niemand. Genau, Das ist ja auch eben. wieder nur so, ne? Wird immer so Ja. gesagt, aber das ist ja nochmal ein Thema für sich, Ekzem. Und Ja, da ist aber Sandra ja dann. was ich noch zum Fruktangehalt sagen kann, zum Beispiel wurde das bei den Landwirten bei uns in der Region relativ viel gemacht, gerade in diesen trockenen Jahren, wo der Zuckergehalt beim Mähen relativ hoch war. Den kann man tatsächlich dann schon messen mit so einem bestimmten Gerät. Die haben dann tatsächlich Siliermittel dazugegeben, dass einfach der Silierungsprozess besser vonstatten geht und dann mehr Zucker quasi auch verbraucht wird. Und das hat wohl auch relativ gut funktioniert. Okay, sehr, also, okay, das ist so krass, es ist so umfangreich. Ich merke, wir können hier echt Stunden reden. Das ist so, das ist zu nett. Es ist gleich schon 9, aber wir können ein bisschen überziehen, weil Veronika kam später. Also müssen wir auch das wieder aufholen, quasi. Moment, 3 Minuten, Jelle, 3 Minuten. Die 3 Minuten haben wir mehr, die 3 Minuten haben wir mehr. Okay, Wie geht sieht für los. dich, wie sieht für Frag eine dich die Frage. perfekte, wie sieht für dich die perfekte Rauffütterfütterung aus? Und Eiweiß ist nicht das Problem, habe ich gehört. Nicht das Eiweiß Hauptproblem. ist nicht das Problem. Also, dass du jetzt schulmedizinisch müsstest du schon so viel krass Eiweiß ins Pferd reindrücken, dass für ein gesundes Pferd, ne? Wir bleiben bei den gesunden Pferden, Ja. dass es wirklich ein Problem macht, das schaffst du gar nicht, ernährungsphysiologisch aus meiner Sicht, ne? Also schulmedizinisch betrachtet. Perfekte Rauffütterung für mich. Ich würde es nicht ganz so streng sehen, dass man nie Silage füttern darf. Meine persönliche Meinung. Weil, wie gesagt, es viele Faktoren gibt, von denen es einfach abhängt und es halt manchmal einfach nicht möglich ist, die Qualität Heu zu haben, die ich mir im Pferd wünsche. Vorletztes Jahr fand ich das Heu unterirdisch teilweise bei uns in der Gegend. Es war so kurz geschnitten am Boden, es war so viel Dreck drin. Das ist wirklich, also wir haben viele, viele Pferde mit Problemen gehabt und da war es einfach zwischen. Jetzt dein Ton wieder weg. Ja, jetzt ist du Nee, wieder, nee, oder? der Akku ist leer. Wir reden so viel. Moment. Oh nein! So, jetzt. Oh nein!
dass ich es einfach nicht empfehlen konnte, was in den Ställen vorhanden war. Und wir dann zwischenzeitlich mit Silage in gute oder Heulage, was auch immer halt vorhanden war, gut gefahren sind. Das hat aber natürlich wie alles im Leben Vor- und Nachteile, weil gerade im Sommer muss so ein Silageball natürlich auch einfach verbraucht werden in 1, 2 Tagen. Ansonsten kippt es um und dann haben wir ganz andere Probleme. Von daher ist halt auch die Art, wie Silage gefüttert wird, halt einfach manchmal so behaftet, dass es nicht gut umgesetzt wird und dann also fangen die Probleme halt noch mehr an. Dann, wie gesagt, die ganz Alten, die kein Heu fressen können, dem brauche ich halt Heu nicht hinhalten, weil die spucken dann halt Heuwickel aus ohne Ende. Da kann ich natürlich als Lieblingsfutter Heu dahinlegen und sagen, ich möchte das im Pferd haben. Aber da habe ich dann wieder das Problem, die Pferde magern total ab und die können mit dem Heu einfach nichts mehr anfangen. Und unsere Pferde werden einfach krass alt, weil wir es einfach so viel besser drauf haben, alle. Habe ich gerade gestern im Fernsehen gehört. Bei uns Menschen liegt das übrigens auch daran. Wir werden alle größer, immer, weil wir uns besser ernähren als früher. Gerade gestern im Wahnsinn. Fernsehen gesehen. Und besser trainieren und die Tierärzte sind Ja. auch viel besser geworden, logischerweise, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und dann habe ich einfach manchmal keine Zahnsubstanz auch mehr. Ne? Also, weiß nicht, Sandro, ob du das auch manchmal, aber manchmal guckt man in diese Mäuler rein und denkt so, okay, da kann auch nichts mehr zerkaut werden. Dann muss ich einfach wieder schauen. Aber natürlich wäre das A und O ein qualitativ hochwertiges Heu fürs Pferd. Ne? Wie unten auch schon gesagt, später Schnitt mit Blütegerde drin. Auch nicht ganz frisch, ne? Gerade erst eingelagert und schon wieder gefüttert. Also auch bei Heu kann man relativ viel daneben machen, wenn man Pech hat. Also wir haben Leider regelmäßig ja. dann nach dem ersten Schnitt die Kolika, weil sie dann das Heu nicht liegen lassen. Ne? Also auch da kann es halt mal kleine Unfälle geben, möchte ich es nennen. Aber klar, Heu lässt sich eigentlich nicht ersetzen. Aber eigentlich ist die Realität nun mal leider nicht immer so. Ja, also von der Qualität kann ich auch nur ein Lied singen. Deshalb, das kam so auch so ein bisschen zu dem Livestream. Aber jetzt mal, wie erkennt der Laie denn wirklich gutes Futter? Also woran erkennt jemand das, der nicht vielleicht Tierarzt ist oder der nicht Sandra heißt oder der nicht Alina hier Landwirt ist? Also eine Futterprobe von Heu kann man googeln, wie man das beurteilen soll, Geruch, Farbe und Co. Und eine Blüte erkennt man also auch. Auch das ist jetzt nicht die Kunst. Ja. Also ich glaube, es gibt so viel Infos im Internet, wenn man es wissen möchte, dann kann man sich das erarbeiten. Von daher, also eine Heubeurteilung, grobsinnig natürlich, ne? Da reden wir noch nicht Ja. über Inhaltsstoffe, Mineralstoffe und Co., aber grobsinnig, mal reinriechen, mal reinpacken, mal eine Blüte erkennen. Das kann jeder. Also man muss sich auch nicht komplett unter den Scheffel stellen, man muss nicht Experte sein. Das kann man auch selber. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn wir dann in die Feinheiten reingehen, meinetwegen. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass das grüne Heu total toll ist und das graue Heu total schlecht ist. Also man darf sich mit dem Thema kurz auseinandersetzen, aber dann ist es für mich jetzt grobsinnig betrachtet auch kein Hexenwerk. Oh, finde ich gut, dass du das so sagst, ne? Weil manche Stellen sagen das ja, man muss so, du musst das so und so machen. Sehr guter Punkt. Alina, Sandra, noch was hinzuzufügen? Also in erster Linie sollte natürlich, wenn man dann so einen Ball halt auch aufmacht, gerade Richtig. wenn es siliert worden ist, es darf kein Schimmel sein, es darf nicht sauer riechen und es darf nicht warm sein. Also ja, wie schon gesagt, also das in der Regel, wenn man das googelt, findet man da relativ schnell was und dann kann es auch jeder prinzipiell zumindest mal grob beurteilen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Schimmel im Futter halt gar nicht geht. Und gerade so bei siliertem Futter sieht man es ja sofort, wenn Schimmel drin ist oder wenn es nicht drin ist. Von der Theorie, ne? Manche sagen auch, das muss so sein. Oh Haben nee, wir ja nee. auch schon erlebt bei mir, ne? Sandra, du? Also ich würde auch immer mal versuchen, aus dem Ballen, egal was es jetzt für eine Art von Raufutter ist, einfach so ein bisschen aus der Mitte einfach auch mal wirklich was rauszuziehen. Ich bin ja auch so ein totaler, ja, Geruchsmensch. Also mir hilft das immer total, dann wirklich auch mal.
nicht. Und dann natürlich auch so ein bisschen zu schauen, wie reagieren die Pferde. Bin ich schon wieder weg? Ja, jetzt ist aber wieder da. Okay, also was immer auch ganz gut ist, finde ich, ist einfach auch die Pferde zu beobachten. Ja, also fressen sie das gerne oder sortieren sie da auch wild rum? Ich finde, das hat schon auch manchmal eine gewisse Aussagekraft. Wenn die Pferde noch ein bisschen Körperintelligenz haben, dann kann man da schon auch oft ganz gut sehen, okay, das geht jetzt nicht so gut rein. Und das hat dann meistens, also bei meinen Pferden würde es Gründe haben, weil die wissen schon, was gut ist und was nicht so Sinn macht für sie selber. Und ja, und dann auch wirklich dieses Anfassen einfach. Also wenn das jetzt so ganz super sperrig ist, dann hat es natürlich normalerweise auch nicht mehr so wahnsinnig viele Nährstoffe. Dann geht es halt auch, wenn es Heu ist zum Beispiel, schon eher in Richtung Stroh. Das muss einem auch klar sein, weil wenn wir relativ primitiv, sage ich jetzt mal, füttern und die Pferde, was ich ehrlich gesagt auch normalerweise unterstütze, nicht so wahnsinnig viel Zusatzfutter, Kraftfutter und alles Mögliche füttern, dann muss man natürlich bei einem Pferd, was zum Beispiel im Fellwechsel ist oder was jetzt trächtig ist oder was jetzt auch ein Leistungspferd ist, also was einfach auch Sport macht, muss man sich schon überlegen, wo kriegt das jetzt seine Nährstoffe noch her? Ja, also das ist natürlich schon auch ein Punkt. Das, ja, aber ich glaube, dein Vater, gell, Veronika, der macht ja auch so Futteranalysen und so weiter. Also es gibt halt wahnsinnig viele Pferde, die extrem überfüttert sind und dann gibt es wieder das andere Extrem. Also da muss man einfach so ein bisschen schauen. Ja, also es kommen hier 100 Millionen Fragen rein, ne? Wir können jetzt nicht alle beantworten. Ich würde eine letzte Frage gerne noch stellen und dann machen wir hier auch Cut. Welche Auswirkung hat schlechtes Futter aufs Pferd? Veronika. Das soll deine letzte Frage. Habe ich die Frage wieder nicht gehört? Das ist meine letzte Frage. Wann wollte die alle ins Bett? Na, dann machen wir es kurz. Das macht krank. Okay, ja, das ist gut. Dann hören wir jetzt auf. Ja, wo willst du anfangen, Kolik? Wir können auch das Thema Sommerexzem wieder auspacken. Also die Haut ist das größte Ausscheidungsorgan des Körpers. Ja, wenn du Scheiße isst, dann fängst du an Pickel zu kriegen. Warum soll das beim Pferd anders sein? Koliken, Aufgasungen, alles Mögliche, Dysbiosen im Dickdarm, Kotwasser, Durchfall meinetwegen, Atemtrakt, ja, Staub einatmen macht natürlich extreme Probleme, Schimmel einatmen macht extreme Probleme, also auch schlechte Heuqualitäten, nicht nur Heu, sondern auch Kraftfutter meinetwegen kann Atemwegserkrankungen machen. Über Stoffwechselerkrankungen brauchen wir, glaube ich, nicht anfangen. IMS, Fettleibigkeit ist Problem Nummer 1. Und ich habe gerade wieder die Diskussion in der Praxis gehabt, weil das dünne Pferd gemobbt wird im Stall und die Fetten alle akzeptiert werden. Ja, ich weiß nicht, welches Pferd in einer normalen Body Condition Score, also was macht an zu dünn krank, das kann ich nicht verstehen. Und zu dünn war das Pferd im Leben nicht. Aber dieses zu dick, ne, also schlechtes Futter im Sinne zu viel in falschen Zusammensetzungen. Wenn wir dann nochmal auf Mischfuttermittel gehen, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geruchsstoffe. Ich bin ja ein Riesenfan von Clean Eating. Ich selber versuche ja auch nichts zu essen, was stark verarbeitet ist. Bin da vielleicht auch ein bisschen hysterisch, was das angeht. Muss nicht jeder so tun, aber also jedes Organsystem leidet am Ende drunter, weil die Leber muss es ausarbeiten, wenn du wieder was Falsches ins Pferd reinmachst. Die Niere muss es irgendwie ausscheiden. Also eigentlich leidet jedes Organsystem, wenn die Fütterung nicht passt. Das hast du gut gesagt. Das wollte ich auch als Antwort hören. Sandra, okay. Lina, ihr dürft jetzt noch was dazu sagen. Ja, einfach so anteasern. Ich höre hier nämlich schon so zweiter Livestream oder so. Vielleicht finden wir ja nächstes Jahr dann einen Termin. kleiner Scherz. Sandra, Alina, Abschluss. Ich glaube, da gibt es schon fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass schlechte Qualität und schlechtes Futter immer auch schlecht ist. Also klar, jeder möchte die höchste Qualität für sein Pferd haben, damit es natürlich dann auch lange vernünftig damit über die Runden kommt und dass es eben keine negativen Erkrankungen oder negative Auswirkungen auf das komplette Pferd hat nach unserem Raufutter. Also ja. Sandra? Also ich finde einfach ganz wichtig, dass man einfach auch ein Bewusstsein hat,
Das ist alles, was wir da reinfüttern, jede Zelle ist einfach daraus aufgebaut. Ja, und das muss einem einerseits klar sein und andererseits muss uns einfach klar sein, dass das Immunsystem im Darm sitzt. Ja, und das Immunsystem bedeutet einfach auch die Anfälligkeit gegenüber alle möglichen Krankheiten und auch Auffälligkeiten. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Regenerationsfähigkeit sitzt auch im Darm. Das heißt, wenn ich eine schlechte Darmflora habe, weil mein Pferd einfach konstant zum Beispiel saures Futter bekommt, ja, dann heilt zum Beispiel so ein Sehnenschaden vielleicht 6 oder 8 Monate halt auch nicht richtig oder es heilt nie mehr richtig. Wie viele Pferde sehe ich, die 2, 3, 5 Jahre immer mit dem gleichen Sehnenschaden rummachen? Kann natürlich auch andere Faktoren haben, kann auch Asymmetrie, kann Schiefe des Pferdes, kann insgesamt Bewegung, Haltung, Training, alles natürlich mit reinspielen. Aber ein wichtiger Punkt ist einfach diese Darmflora. Und das ist das, was ich als Therapeutin einfach gesehen und gelernt habe. Wenn die Darmflora nicht gut ist, kannst du super guter Therapeut sein. Ja, es wird nicht wirken, weil das Pferd kann nur das verstoffwechseln und nur das umsetzen, was es auch hier drinnen hat. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt wahnsinnig viele Pferde, die für das, was sie fressen über Jahre und Jahrzehnte, verhältnismäßig gut ausschauen, ja, verhältnismäßig. Aber für mich bedeutet Gesundheit nicht die Abwesenheit von Krankheit, ja. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen einem Pferd ist jetzt einfach nicht symptomatisch oder ein Pferd ist richtig fit, ja, es strotzt vor Energie, ja, es ist lebenslustig, es ist gut gelaunt, es ist nicht aggressiv, es ist nicht wegen jedem Pipi-Scheiß gleich immer ärgerlich, weil das hat auch oft mit der Ernährung, mit der Darmflora und so weiter zu tun und vor allem auch mit den Hufen, also jeder, der nicht so gute Hufe hat, klar, können es mehrere Faktoren sein, aber es hat oft mit der Darmflora auch zu tun. Und deswegen bringt es auch nichts, wenn wir einfach dann nur Zusatzfutter mit Biotin reinleeren, wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Also wie gesagt, wenn man ein Thema hat, was immer wieder kommt, wenn man Regenerationszeiten hat, die extrem lang sind, genauso auch beim Training, wenn ich im Pferd arbeite und am nächsten Tag ist es erstmal müde, obwohl es jetzt nicht so wahnsinnig beansprucht worden ist, auch das hat mit Darmflora zu tun. Okay. Eure Antworten sind super. Das ist so spannend und das ist so inspirierend. Aber wir müssen jetzt wirklich aufhören. Ich habe euch lange genug aufgehalten, aber es war sehr inspirierend. Wenn ihr Lust habt, und das nochmal zu machen, daran anzuschließen, würde ich mich sehr freuen. Hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich speichere den Livestream. Ihr dürft ihn gerne teilen. Alle, die hier jetzt zuschauen, ich weiß, Sandra hat eine Website. Ich weiß, Veronika hat eine Website. Kernkompetenzpferd, sandrafenzel.de, glaube ich. Alina hat noch keine Website, aber Alina könnt ihr bestimmt hier auf Instagram schreiben. Und ansonsten genau, bombardiert ihr die anderen zwei und mich nicht. Ja. Wir sind tatsächlich auch, also wir antworten hier auf Instagram auch relativ zügig. Also. Sehr ja. Gut. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich sage Dankeschön. Danke. Schlaf gut. Ja. Ciao. Danke, ciao.